Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den SNFC Union Berlin. Hier im Bodenweserstadion, Endstand 0:2. Florian Kohfeldt ist zur Pressekonferenz erschienen. Florian, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Tag an alle, die uns hören. Das Statement ist kurz und knapp. Es gibt heute nichts anderes zu sagen, als dass wir heute eine in allen Belangen sehr schlechte Leistung abgeliefert haben gegen Union Berlin, die ihr Spiel gespielt haben, was erwartbar war, was gut ist, mit großem Respekt vor Union Berlin. Hochverdienter Sieger heute. Das 2-0 ist mit Sicherheit nicht das Ausschlaggebende für die Niederlage. Deshalb bitte ich auch, jegliche Diskussionen um Schiedsrichter wird es von meiner Seite nicht geben, ganz eindeutig nicht. Und wir haben heute einfach sehr, sehr schlecht Fußball gespielt mit dieser Leistung. Konnten wir kein Bundesligaspiel gewinnen. Darüber müssen wir nachdenken, schnellstmöglich lernen, weil das so wie heute geht nicht. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Union Berlin natürlich, hochverdienter Sieg. Und ja, Ihre Fragen bitte. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte kurzes Handzeichen bzw. kurz in den Chat geschrieben. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Ihnen und euch vielen Dank. Schönen Abend noch und noch ein schönes Restwochenende. Danke, bis dann. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz zum Bundesligaspiel Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin. Das Spiel endet ohne Zuschauer 0:2. Jetzt in der Pressekonferenz Union-Trainer Urs Fischer. Urs, ja, sehr gelungener Auftakt für deine Mannschaft in das neue Kalenderjahr. Wie ist dein Fazit zum heutigen Spiel? Ja, fällt sehr positiv aus. Es war auch ein Thema bei uns, eben positiv ins neue Jahr zu starten, weil das Ende nicht so erfolgreich war. Das war bei uns schon Thema. Ich glaube, es ist uns über 90 Minuten sehr gut gelungen. Ich empfand, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten, uns doch auch immer wieder Möglichkeiten erspielen konnten. Wir waren gerade in der ersten Hälfte aus meiner Sicht sehr effizient. Es kam uns entgegen. Zweite Hälfte, glaube ich schon auch, hätten wir noch das Dritte schießen können. Aber die Mannschaft hat das wirklich sehr toll umgesetzt. Wir standen sehr kompakt, waren aggressiv gegen den Ball, konnten uns auch immer wieder aus Drucksituationen lösen. Und somit geht dieser Sieg für mich in Ordnung. Jetzt schauen wir hier kurz, ob es irgendeine Wortmeldung gibt. Das ist nicht der Fall. Urs, dann war es das schon. Ja. Dann sagen wir danke allen Zuschauern und machen uns auf den Weg nach Berlin-Köpenick. Ja. Allen Dank. Noch ein gesundes, frohes neues Jahr.